Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu Panorama 3. Wir beginnen mit einer wirklich unglaublichen Geschichte. Stellen Sie sich vor, Sie besitzen ein Wohnmobil und Sie vermieten das ab und zu, zum Beispiel um die eigene Urlaubskasse aufzubessern. Aber dann bringt der Mieter das Wohnmobil nicht zurück, sondern verkauft es weiter. Klarer Fall von Diebstahl, denken wir, und irren komplett. Hier ist die ganze Geschichte. Hallo. Dass ihm so etwas passieren würde, hätte er nicht für möglich gehalten. Thorsten Kanehl zeigt mir eines der Wohnmobile, die er vermietet. Ein anderes wurde ihm im vergangenen Jahr entwendet, mit einem üblen Trick. Was kostet so ein Reisemobil? Dieses Modell kostet so um die 50.000. Und Sie haben wie viele davon? Ja, 9 hier und 1 ist zurzeit woanders. Eins fehlt. Und eins fehlt. Später war das Die Geschichte dazu beginnt ganz normal und endet kurios. Aber der Reihe nach. Im vergangenen September mietet eine Frau das Wohnmobil. Und dann habe ich gesagt, ja, weil es schon dem nichts im Wege. Auch bei der Übergabe, bei der anschließenden Übergabe, was circa eine Stunde gedauert hat, gab es keine Auffälligkeiten. Also ich hatte da wirklich keine Bedenken, ihr das Reisemobil nun nicht zu geben. Die Frau habe sich ausgewiesen, mit Meldebescheinigung und Führerschein. Beides zeigt er uns. Dass sie Miete und Kaution in bar bezahlt, ist nicht unüblich. Nach 2 Wochen, noch während der Vermietung, dann der Schock. Am 7.9. letzten Jahres kam dann ein Anruf von der Polizei Solingen, die uns mitteilte, dass man unser Reisemobil versucht hat, umzumelden. Da waren wir hier erstmal, wieso ummelden? Das kann gar nicht sein. Ein gewisser Herr K. aus Dortmund hat das Fahrzeug käuflich erworben und wollte dieses Fahrzeug ummelden. Und bei der Ummeldung ist es quasi, das hat nicht funktioniert, da ist es rausgekommen, dass da irgendwas nicht stimmt. Bei der Ummeldung fällt auf, die Fahrzeugpapiere sind gefälscht. Die Mieterin hat das Wohnmobil einfach verkauft. Thorsten Kanehl ist froh, dass der Diebstahl aufgefallen ist, hofft auf eine schnelle Rückgabe seines Eigentums. Doch so einfach ist das nicht. Es ist eine Masche. Dutzende Wohnmobile werden jedes Jahr mit falschen Papieren angemietet und dann über das Internet verkauft. Die Täter verschwinden spurlos, mit ihnen das Geld. Mehr als 600 Kilometer entfernt in Bayern ist auch Jan Lomberg auf so einen Trick hereingefallen. Auch er muss um sein Wohnmobil kämpfen. Wieder sind scheinbar Profis am Werk. Anmietung mit Barzahlung, alles unauffällig. Jan Lomberg schöpft keinen Verdacht, übergibt das Wohnmobil an den Mieter. Hat er mir eine Meldebescheinigung geschickt, dass er in Köln unter einer Adresse gemeldet ist. Und für mich waren die Papiere eigentlich korrekt. Es war mit Stempel Stadt Köln drauf. Also für einen Laien, sage ich jetzt mal, eigentlich nicht zu erkennen, dass es irgendwas gefälschtes Papier waren. Außerdem hat er ein nettes Auftreten gehabt. Am Ende haben die Täter sein Wohnmobil verkauft. An einen Mann in Schleswig-Holstein. Jan Lomberg geht natürlich davon aus, dass er sein Fahrzeug zurückbekommt. Kriegt er aber nicht. Ein Staatsanwalt entscheidet, das Fahrzeug bleibt vorerst beim Käufer. Jan Lomberg versteht die Welt nicht mehr. Er fühlt sich bestohlen. Aber ein Diebstahl ist es eben nicht. Dahinter steckt eine juristische Feinheit. Bei einem Diebstahl hätte Jan Lomberg sein Wohnmobil wiederbekommen. Weil er das Gefährt aber vermietet, also freiwillig rausgegeben hat, handelt es sich um eine Unterschlagung. Der Jurist Johannes Kaspar weiß um das Problem. Es ist tatsächlich so, wenn man die Regelungen anschaut, dass bei einem Diebstahl der ursprüngliche Eigentümer dann das Wohnmobil wieder zurückbekommen könnte. Er bleibt Eigentümer. Bei einer Unterschlagung ist das nicht so. Da wird der Dritte, der Käufer, Eigentümer. Jan Lomberg hat für diese juristischen Feinheiten kein Verständnis. Ob es jetzt unterschlagen ist oder gestohlen ist, es ist dem rechtmäßigen Eigentümer entwendet worden, meines Erachtens nach. Und wir sind in einem Rechtsstaat und dann muss ich sagen, was sind das für Gesetze, was da ist. Bei der Staatsanwaltschaft kennt man das Problem. Weil der eigentliche Täter untergetaucht ist, kann man niemanden zur Verantwortung ziehen. Das Gesetz muss zwischen 2 Geschädigten abwägen. Es gibt nur Opfer. Wenn Sie dem hiesigen Opfer das Wohnmobil zurückgeben würden, würden Sie ein neues Opfer schaffen, nämlich denjenigen in Norddeutschland, der seine ganzen Ersparnisse in dieses Wohnmobil gesteckt hat.
Ein Dilemma. Wir wollen auch mit dem Käufer sprechen, fahren nach Schleswig-Holstein. Was wir haben, ist eine Adresse. Wir haben keine Telefonnummer. Und deshalb schauen wir einfach mal persönlich vorbei und hoffen, dass der Käufer mit uns spricht. An der uns bekannten Adresse plötzlich die Überraschung. Dort steht das Wohnmobil aus Bayern. Dem Käufer ist die Sache unangenehm. Er habe keinen Verdacht geschöpft, sondern einfach nur ein Wohnmobil gekauft. Ja, ich konnte mit dem Käufer sprechen. Er ist super nett und meinte, für ihn war das ein ganz normales Geschäft. Also weder die Papiere noch der Preis waren irgendwie komisch. Er möchte aber momentan nicht vor der Kamera sprechen. Aktuellen Stand der Zurück bei Thorsten Kanel. Er hat Hoffnung. Bei ihm liegt der Fall anders. Denn ein Gericht hat entschieden, der Verkauf verlief offenbar so seltsam, dass der Käufer hätte misstrauisch werden müssen. Was dann passiert, zeigt er uns auf seinem Handy. Als er das Wohnmobil abholen will, ist der Käufer nicht zu Hause. Und das Fahrzeug so eingekeilt, dass Thorsten Kanel nicht rankommt. Haben Sie so ein bisschen Verständnis für Herrn K.? Zunächst hatte ich das wirklich, weil er selber ja auch Opfer ist, war oder immer noch ist. Ehrlich gesagt, jetzt habe ich kein Mitleid mehr mit ihm. Der Streit um das Wohnmobil. Er wird jetzt wohl vor einem Zivilgericht landen. Bis er vielleicht einmal Recht bekommt, kann Thorsten Kanel nur die Fahrzeuge vermieten, die ihm noch bleiben. Gewonnen hat nur der Täter, der mit dem Geld untergetaucht ist. Das hier sind Bilder aus dem Harz. Es sieht aus wie nach einem Sturm oder wie nach einer großen Dürre. Aber hier wurden die Bäume wegen des Borkenkäfers gefällt. Die Bäume müssen weg, damit sich die kleinen Tiere nicht weiter vermehren. Ja, der Borkenkäfer, ein Dauerdrama im Wald. Und viele Förster fällen nicht nur die Bäume, sie setzen derzeit auf Pestizide, Insektenvernichter, mit erheblichen Folgen. Ist Gift also wirklich die Lösung? Alle markierten Bäume, die diese roten Striche haben, sind jetzt frisch befallen. Das heißt, die Käfer bohren sich dort hinein. Hier sitzt einer auf der Rinde, angelockt von seinen Artgenossen. Aus einem einzelnen Baum, den man übersieht, können 600 Bäume in der nächsten Generation im Sommer befallen werden. Damit sich der Borkenkäfer nicht weiter ausbreitet, müssen jetzt fast 4000 Fichten so schnell wie möglich raus aus dem Wald. Das halten sie hier im Forstamt für den einzigen Weg aus der Käferplage. Dafür arbeiten sie auch am Wochenende und feiertags. Selbst wenn die Käfer einmal beseitigt sind, können sie sich nicht sicher sein. An der einen Stelle, wo wir waren, meinen wir, jetzt ist der Wald sauber. Wir haben aufgeräumt. Wir kommen 3-4 Wochen später wieder dahin und es sind neue Bäume befallen. So ist das? So ist das. Und das ist natürlich etwas, was die Arbeit auch vom psychischen her sehr belastend macht. Sturm, Hitze, Trockenheit. Die Fichten sind geschwächt. Der Borkenkäfer hat ideale Bedingungen. Da hilft nur noch der Kahlschlag, glauben die Förster hier. Keiner von den jetzt lebenden Forstleuten hat sowas in seiner Zeit, in seiner Tätigkeit der letzten 40, 50 Jahre erlebt. Die Arbeiter haben bis jetzt schon so viele Bäume geschlagen wie sonst in einem ganzen Jahr. Ein Problem? Der Markt ist inzwischen überschwemmt, der Holzpreis im Keller. Der Verkauf der Stämme bringt nicht genug Geld. Dabei müssen die niedersächsischen Landesforsten Gewinne machen. Warten und die befallenen Fichten stehen lassen, ist für sie keine Option. Wir fahren auf den Wurmberg. Von hier aus haben wir freien Blick auf den angrenzenden Nationalpark. Ja. Michael Rudolf will mir zeigen, was passiert, wenn der Mensch nichts gegen den Käferbefall unternimmt. Das ist Nationalparkfläche. Nationalpark? Genau, auf den wir jetzt schauen, ist komplett Nationalparkfläche. Da darf der Borkenkäfer auch sich entwickeln. Dort wird er nicht mehr bekämpft. Die graubraunen Bäume im Nationalpark hat der Borkenkäfer längst gekillt. Sie sind abgestorben. Die Bäume bleiben einfach stehen, bis sie von selber umkippen. Ein ganz anderes Waldkonzept. Sabine Bauling vom Nationalpark erklärt, hier soll sich die Natur selbst erneuern.
Hier unten geht es jetzt richtig zur Sache. Der Waldboden war vorher, war das dunkel, Fichtenwüste in Anführungsstrichen, nur Nadelstreu. Jetzt kommt Licht an den Boden. Es wächst das Blaubeerkraut. Das sind kleine Ebereschen. Ja. Hier kommen auch lauter kleine Fichten. Das ist eine Ebereschen. Tote Bäume sind für sie keine Katastrophe, sondern ein Neuanfang. Sieht das nicht so aus, aber man sieht hier so eine Aushöhlung. Das ist ein Pilzmyzel hier, ja? Oder hier also es auch. Lebt hier alles? Ja, das ist total lebendig darunter. Da kann ich mich auch als Förster für begeistern. Das finde ich irgendwie faszinierend. Hier ist aber das ist doch nicht mehr der deutsche heilige Wald. Ja, der Wald hat ja auch mehr Funktionen, als nur Holz zu produzieren. Okay, aber Sie glauben, es wird wieder ein Wald da sein? Ich glaube das nicht, das weiß ich. Das weiß ich mit meinem forstlichen Wissen und mit dem, was man hier beobachtet, das wird wieder Wald. Es wird nur ein anderer Wald. Im Nationalpark können Sie einfach abwarten, bis aus der Fichtenwüste ein anderer Wald entsteht. Dazu ist das Naturschutzgebiet da und Sie müssen keine Gewinne machen. Nebenan im Landesforst will man nicht abwarten. Ein Insektenvernichtungsmittel soll die Käfer töten. Weil nicht alles Holz sofort abtransportiert werden kann, besprühen sie einen Teil mit Pestiziden, um wirklich jeden Käfer zu erwischen. Außerdem haben sie im Frühjahr Giftzelte aufgestellt. Ein Duftstoff lockt die Käfer an. Verfangen sie sich im Netz, tötet sie das dort aufgebrachte Nervengift. Aber trotzdem sagen Sie Gift im Wald. Das ich sage nicht Gift im Wald. Für mich ist das kein Gift im Wald. Das haben Sie jetzt gesagt. Mhm. Pflanzenschutzmittel. Ja. Wir als Förster haben die Aufgabe, den Wald zu schützen. Nach unserem Waldgesetz steht drin, den Wald vor allen Gefahren zu bewahren. Und eine solche Borkenkäfer-Massenvermehrung ist eine Gefahr. Wobei es jetzt wahrscheinlich auch nicht so viel gebracht hat. Wenn konkret an dieser einen Stelle. Genau, also es ist für mich natürlich, und Fachmeinung beides, Gift im Wald, das passt nicht zusammen. Warum passt das nicht zusammen? In der Landwirtschaft fragen Sie das ja auch nicht. Doch, das frage ich schon. Ich finde, da passt es auch nicht hin. Also, ja, also ist eine grundsätzliche Frage. Ein kleiner Käfer zeigt, wo die großen Probleme liegen. Welchen Wald werden wir in Zukunft haben? Wirtschaftswald oder wilde Natur? Oder gibt es auch etwas dazwischen? Ja, sagt Lutz Fäser. Er hat schon früh eine nachhaltige Waldwirtschaft im Lübecker Stadtforst etabliert. Mittlerweile ist sein Modell international anerkannt und oft übernommen worden. Fäser setzt auf die Selbstregulierungskräfte der Natur. Gift im Wald zerstöre das Gleichgewicht. Ein Specht, der natürliche Feind vom Borkenkäfer. Und ich bewerte auch, dass wir Gift in ein Ökosystem eintragen, das das letzte Refugium von Natürlichkeit ist. Angesichts von Insektensterben, wir haben nur noch 30% der Insekten, die wir 1990 hatten. Und jetzt kämpfen wir gezielt gegen alle Insekten, nicht nur gegen die Borkenkäfer. Die anderen Insekten werden ja genauso betroffen, ist nicht spezifisch. Für ihn sind deshalb Gift und Kahlschlag keine Lösung. Nur ein natürlich gewachsener Mischwald könne in Zukunft mit den Klimaveränderungen klarkommen. Hier war vorher ein reiner Fichtenwald, völlig dicht, 100% Monokultur. Und da ist ein großer Teil im Wind umgefallen, von Sturm umgefallen. Ja. Und nun sagen ja die Experten, also ob Käfer oder Wind, wenn es umfällt, große Katastrophe. Ja. Danach muss man dann alles wegräumen und pflanzen, was man haben will. Ja. Weil danach kommt ja nichts. So könnte man das jetzt in den Borkenkäfer-geschwächten Wäldern auch machen. Ja, nichts machen. Nichts machen. Und dann? Dann kriegen Sie Birken oder an anderen Stellen Eichen oder Ebereschen oder Ahorn, je nachdem, was dort an Mutterbäumen und an Boden ist. Und dann entwickelt sich von ganz allein das, was Natur machen würde. Unsere Nachfahren, die werden sich an den Kopf fassen und würden sagen, warum hinterlassen die uns so einen Schrott, der immer mehr Gift braucht, immer mehr Maschinen braucht, immer neue Baumarten aus Australien und Amerika und so weiter. Das Ökosystem als Denkmuster ist passiv in diesen Forsten. Das Denkmuster ist, einzelne Wunderbaumarten aus der Welt zu finden, reinzupflanzen und mit Plantagen in die Zukunft dem Klimawandel zu begegnen. Und das geht schief. Mit seinem Modell hat er Gewinn gemacht, denn sein Wald übersteht Stürme und Käferplagen und liefert genug Holz. Auch Niedersachsen baut die Wirtschaftswälder in Mischwald um. Doch so etwas dauert lange. Bis dahin müssen sie weiter gegen den Borkenkäfer kämpfen.
Vor 2 Jahren haben wir ihn interviewt. Marco G., ein ehemaliger LKA-Beamter und Gründer einer Prepper-Gruppe namens Nordkreuz. Prepper bereiten sich auf den Zusammenbruch des Staates, also auf den Tag X vor. Und manche legen nur Vorräte an. Doch diese Gruppe geriet ins Visier von Ermittlungsbehörden. 2 Mitglieder sollen Terroranschläge geplant haben. Marco G. war damals nur Zeuge. Nun aber sitzt er selbst in U-Haft. Einer, der sich uns gegenüber sehr harmlos gab. Das erste Mal treffen wir Marco G. 2017. Er hortet Lebensmittel und allerhand anderes. Er zeigt uns seine Vorräte. Ja, ich habe hier mal eine kleine Auswahl von Dingen, von denen ich denke, dass sie uns von Nutzen sein können. Ich sag mal hier so ein bisschen kosmetische Sachen, Duschzeug, Zahnpflege, Seife, Creme, Teelichter, Gaskartuschen, Einweggeschirr. Auch Alkohol hat er gelagert. Einen kleinen Vorrat an Prima Sprit, sagten wir früher dazu. Der Sprit soll als Tauschmittel dienen, falls die staatliche Ordnung zusammenbricht und Geld nichts mehr wert ist. Bei unserem Gespräch damals betont er immer wieder, wie harmlos das alles sei. Es gehe lediglich ums Vorbereiten. Dafür hat er eine Gruppe gebildet. Also es sind normale Bürger, vom Banker über Mediziner sind dabei, Sportler, wir haben Techniker, wir haben Ingenieure, wir haben Polizisten dabei. Also alles Mögliche, Handwerker, selbstständige Handwerker aus dem Tiefbau, aus dem Dachbau. Also ganz viele Leute mit ganz vielen persönlichen Fähigkeiten. Worüber er nicht so gerne spricht, ist, was seine Gruppe sonst noch ausmacht. Nordkreuz nennt sie sich. Eine Chatgruppe. In dieser Gruppe geht es nicht nur um Konserven, Teelichter und Seife, sondern auch um die in ihren Augen verfehlte Flüchtlingspolitik. Man trifft sich regelmäßig, zum Beispiel auf Schießplätzen. Viele hier besitzen legale Waffen. Marco G. ist Administrator. 2 der Mitglieder geraten ins Visier des Bundeskriminalamtes. Sie sollen im Falle einer Krise die Ermordung von politischen Feinden geplant haben. Im August 2017 schlägt die Antiterroreinheit GSG 9 bei Nordkreuz zu. Die Bundesanwaltschaft wirft 2 Mitgliedern die Vorbereitung eines Terroranschlages vor. Sie sollen eine Liste mit politischen Gegnern angelegt haben. Womöglich eine Todesliste? Die Beschuldigten bestreiten das. Auch bei Marco G. wird durchsucht. Damals ist er noch Zeuge. In unserem Interview vor 2 Jahren bestreitet er, dass seine Gruppe gefährlich sei. Sie würden da jetzt nicht sagen, Sie haben sich da irgendwie vielleicht mit den falschen Leuten eingelassen? Nein, nein. Sie können sich auch nicht erklären, wie jetzt die Bundesanwaltschaft darauf kommt, dass dort irgendwelche Menschen ermordet werden sollen. Das ist nicht geplant worden bei Ihnen oder irgendwie diskutiert worden. Um Himmels Willen, nein, gewiss nicht, gewiss nicht. Doch bei der Durchsuchung im Jahr 2017 ergaben sich Verdachtsmomente auch gegen ihn. Es wurde Munition bei ihm gefunden, manches davon vermutlich illegal. Anfang des Jahres schaut sich eine neue Ermittlergruppe aus dem Landeskriminalamt den ganzen Vorgang noch einmal an, durchforstet die Akten. Die Ermittler stoßen auf weitere mutmaßliche Straftaten. Vergangenen Mittwoch gibt es wieder Durchsuchungen. An 13 Orten in Mecklenburg-Vorpommern, darunter auch Polizeistationen. 4 Beschuldigte stehen im Zentrum. Alle sind oder waren Polizeibeamte, und zwar nicht irgendwelche, sondern Spezialeinsatzkräfte wie diese hier. 3 der 4 Beschuldigten wird zur Last gelegt, sich widerrechtlich Munition aus den Beständen des Landeskriminalamtes Mecklenburg-Vorpommern beschafft zu haben und diese Munition an den weiteren Beschuldigten weitergereicht zu haben. Nach dem Ergebnis der Ermittlungen gehen wir davon aus, dass dieser 4. Beschuldigte Kontakt zur sogenannten Prepper-Szene hatte. Dieser 4. Mann ist Marco G. Bei ihm soll die Munition aus dem LKA gelagert worden sein. Wie konnte überhaupt Munition vom LKA entwendet werden? Nach unseren Recherchen soll es in mindestens einem Fall so abgelaufen sein. Auf diesem Schießplatz trainierte regelmäßig das SEK. Bei solchen Schießübungen werden große Mengen Munition verfeuert. Das machten sich die Beschuldigten wohl zunutze. Übers Handy verabredete man sich offenbar, die übrig gebliebene Munition zu behalten.
Nach dem Training sollen die Beamten nicht den direkten Weg zurück zum LKA genommen haben, sondern stattdessen bei Marco G. vorbeigefahren sein. Er soll die Munition angenommen und aufbewahrt haben. Zurück in der Polizeistation gaben sie offenbar an, sie hätten die Munition komplett verschossen. Für eine aktuelle Stellungnahme konnten wir Marco G. nicht erreichen. Schon in unserem Interview vor 2 Jahren fragten wir ihn nach Waffen und Munition. Damals hieß es, bei ihm sei alles in Ordnung. Also wir haben einige Sportschützen und Jäger in der Gruppe, aber alles auf vollkommen legale Art und Weise. Doch daran gibt es nach den jüngsten Razzien weitere Zweifel. Eine Kriegswaffe wie diese wurde bei Marco G. gefunden, eine sogenannte Uzi-Maschinenpistole. Marco G., der sich als so harmlos darstellen wollte, sitzt jetzt zusammen mit einem weiteren Beschuldigten in Untersuchungshaft. Wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Die Ermittlungen dauern noch an. Ja, und viele Fragen im SEK-Skandal sind noch offen. Der Druck auf Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Kaffier wächst. Und der kündigt jetzt personelle und strukturelle Konsequenzen an. Er ist ein Vorzeigeunternehmer in Schleswig-Holstein. Martin Eye, hier rechts im Bild, ein Self-Made-Man, der in seinen Callcentern mehrere hundert Menschen beschäftigt. Hier mit Schleswig-Holsteins Sozialminister Heiner Gaag. Nun aber muss dieses glänzende Bild getrübt werden. Denn Mitarbeiter sprechen uns gegenüber von unhaltbaren Zuständen. Zum Beispiel, wer krank ist, werde massiv unter psychischen Druck gesetzt. Betriebsräte sollen verhindert werden. Angekommen in Flensburg. Wir haben einen Hinweis bekommen, dass hier im Callcenter Care by Phone offenbar mit zweifelhaften Methoden gearbeitet wird. Care by Phone ist eines von 9 Callcentern des Unternehmers Martin Eye. Ein wichtiger Arbeitgeber mit rund 1300 Mitarbeitern und hoch angesehen. Eye sei ein sympathischer Unternehmer, schreibt das Flensburger Tageblatt. Mr. Jobwunder heißt Martin Eye in der Schleswig-Holsteinischen Landeszeitung. In einem Werbevideo betont Eye, wie wichtig ihm ein gutes Betriebsklima sei. Insbesondere in Flensburg und fast ausschließlich in Schleswig-Holstein arbeiten mit unseren Mitarbeitern. Über 1000 Mitarbeiter, die alle sozialversicherungsbeschäftigt sind. Es ist fast wie eine große Familie, die wir hier haben. Das ist sicherlich eine große Besonderheit, die auch bei unseren Auftraggebern sehr geschätzt wird. Wir sind verabredet mit Guido Heinemann. Er hat Eye ganz anders kennengelernt. 8 Jahre hat er beim Callcenter Care by Phone gearbeitet. Und lange hat er versucht, einen Betriebsrat zu gründen. Da haben ein paar Leute Interesse und die Mehrheit hat eben einfach nur Angst und wird auch eingeschüchtert dann. Nach dem Motto, wenn ihr da mitmacht, dann wisst ihr ja Bescheid, Versetzung woanders hin oder Vertrag nicht verlängert und solche Sachen. Heinemann will nicht aufgeben, versucht es immer wieder. Schließlich bekommt er ein fast unmoralisches Angebot. Man hat mehr oder weniger zu mir gesagt, sei ein bisschen ruhiger mit Sachen Betriebsrat. Dafür kriegst du eben manche Dinge, die die andere nicht so haben, wie auch mal spontan Urlaub oder bestimmte Schichten, die man haben möchte und so weiter und so fort. Kann es sein, dass man bei Care by Phone Betriebsräte verhindert? Wir haben mit mehr als 20 aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Care by Phone und den anderen Eye Callcentern gesprochen. Viele von ihnen berichten, dass in diesen Unternehmen beispielsweise die Gründung von Betriebsräten blockiert werde. Auch durch Druck von Vorgesetzten auf die Mitarbeiter. Wir haben nur an dem Standort Lübeck einen Betriebsrat. Und falls ein anderer Standort einen Betriebsrat aufmacht, dann wird er aufgelöst. Da gehen die Aufträge an die anderen Standorte und dann ist vorbei. Dann lohnt sich das Geschäft nicht mehr. Bei der Gewerkschaft Verdi ist die Eye-Gruppe schon bekannt. Tobias Marx hält es für eine Strategie des Unternehmens, Betriebsräte zu verhindern. Dass eben hier Druck auch aufgebaut wird, dass die Beschäftigten eben nicht aufmucken. Weil wenn ich eben keinen Betriebsrat habe, der Mitbestimmungsrechte einfordert, dann kann der mir auch nicht in die Quere kommen als Arbeitgeber. Und Guido Heinemann hat noch mehr erlebt. Er zeigt uns seine Arbeitsverträge bei Care by Phone. Zunächst bekam er nur befristete Arbeitsverträge, jährlich verlängert.
Das darf nach dem Gesetz nur 2 Jahre lang so sein. So, dann hätte die nächste Verlängerung eigentlich nach dem Gesetz ein Festvertrag sein müssen. Da habe ich dann aber wieder einen befristeten Arbeitsvertrag bekommen. Diesmal über die ASF. Eine Partnerfirma, also auch eine Eiefirma. Stadt Kerbalfon, genau. Mit neuer Probezeit und allem, was eigentlich alles gar nicht rechtens ist. Auf dem Papier 2 verschiedene Arbeitgeber. Der eine in Flensburg, der andere in Lübeck. Aber Heinemann bleibt in Flensburg. Für ihn ändert sich nur der Name seines Arbeitgebers. Ein Trick, den andere Mitarbeiter bestätigen. Dadurch, dass die AJE-Gruppe ja mehrere Firmen hat, ist es dann bei etlichen auch so, dass sie dann nochmal über eine andere Firma für 1 oder 2 Jahre geführt werden. Das heißt aber, die anderen Firmen werden auch genutzt für Kettenbefristung. Es ist eine Kettenbefristung. Das ist genau das richtige Wort dafür, ja. Eine versteckte Kettenbefristung. Die ist nicht erlaubt, weil Unternehmer damit ihr Risiko auf die Arbeitnehmer abwälzen. Kritisch wird es bei Kerbalfon auch, wenn ein Mitarbeiter mal krank wird. Denn die Krankheitstage werden in einer Quote gemessen. Und wenn ein Mitarbeiter zu häufig krank ist, wird ihm nahegelegt, das zu ändern. Sonst werde der Vertrag nicht verlängert. Dann packt jemand plötzlich die Sachen, weil er zu hören bekommen hat, dass der Arbeitsvertrag nicht weiter verlängert wird. Weil irgendeine Quote, zum Beispiel weil er zu viele Krankheitstage gebracht hat. Sorgt das bei Ihnen persönlich auch für Unsicherheit? Für Angst. Einfach für Angst. Es kann einen selber ja auch treffen. Auch andere berichten, dass sie ständig um ihren Job bangen. Hoffentlich werde ich die nächste Zeit nicht noch mal krank, damit mein Vertrag verlängert wird. Bleiben die Mitarbeiter dennoch krank zu Hause, werden sie anschließend zum Gespräch gebeten, auch wenn sie nur einen Tag gefehlt haben. Und dann gibt es unangenehme Nachfragen. Warum man denn krank war? Und man muss sich immer rechtfertigen. Man hat Angst, durch Krankheit seinen Job zu verlieren. Eigentlich gibt es solche Gespräche mit Vorgesetzten nur nach langfristigen Erkrankungen. Und eigentlich gelten dafür auch klare Regeln. Es soll nicht gefragt werden, was für eine Krankheit das war. Soll. Die Realität ist natürlich anders. Irgendwann kommt es zwischendurch im Nebensatz dann doch. Und natürlich ist man ja auch immer so, dass man nett und freundlich ist und meistens auch eine Antwort gibt. Und dann erst merkt, was hast du denn jetzt gesagt? Was viele Mitarbeiter besonders belastet, diese Gespräche finden häufig vor allen anderen Kollegen im Großraumbüro statt. Das ist jetzt eben ein Druckmittel, was die da für sich erkoren haben, weil die wollen die Krankenquote mit aller Gewalt runter. Hier sollte man sich eigentlich eher einen anderen Weg überlegen, die Leute, den Arbeitsplatz so gut zu gestalten, dass die Gesundheit erhalten bleibt. Kaum Betriebsräte, Kettenbefristungen und psychischer Druck, so die Vorwürfe. Wir wollten mit Martin Aje darüber sprechen. Ein Interview lehnte er aber ab. Schon vor Tagen haben wir ihm schriftlich Fragen geschickt. Sie blieben bis heute unbeantwortet. Man geht mit Bauchschmerzen zur Arbeit. Ich halte es eigentlich gar nicht mehr aus. Aber da ich auf den Job angewiesen bin, quäle ich mich dann doch hin. Viele Methoden AJEs sind nicht verboten. Aber das Bild vom Vorzeigeunternehmer kriegt tiefe Kratzer. Und das war's von uns von Panorama 3 für diese Woche. Hier geht es direkt weiter mit den Nachrichten mit NDR Aktuell. Ihnen allen einen schönen Abend hier im NDR Fernsehen. Wir sind eins. ARD.